Hallo, Klein Katie und Klein Amber. Lecker. Was macht ihr in den Wäldern, ihr Kleinen? Klein Katie sagt, sie erzählen sich Halloween-Geistergeschichten. Gruselig. Schicker Hexenhut, Klein Katie. Und du bist eine ganz süße Elfe, Klein Amber. Was ist los, ihr Kleinen? Da ist etwas am Himmel. Es sieht aus wie eine riesige Fledermaus. Klein Katie weiß nicht, wo lang. Das ist keine riesige Fledermaus. Das ist Klein Hector. Er hat sich für Halloween als Fledermaus verkleidet. Hallo, Klein Hector. Klein Katie und Klein Amber dachten, du wärst eine riesige Fledermaus. Sie hatten Angst und sind abgehauen. Warum gehst du sie nicht suchen? Schau mal, Klein Amber. Es ist nur Hector. Er hat sich verkleidet für Halloween. Klein Amber fragt sich, wo Klein Katie hin ist. Lass sie uns suchen. Was ist das? Es sieht so aus, als hätte Klein Katie ihren Hut verloren. Wie bitte? Was ist das? Es sieht aus wie ein Monster. Lauft, ihr Kleinen! Schaut, es ist nur Klein Katie. Jetzt müssen wir Klein Amber suchen. Hier ist sie ja. Verstehst du, Klein Amber? Es war nur Klein Katie. Klein Amber sagt, das war genug Halloween-Spaß für heute. Sie wollen jetzt zurück nach Car City. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Ich glaube, die Süßigkeit erwischst du nicht, kleine Amber. Mama? Hä? Klein Ben hat dir einen Streich gespielt. Oh. Aber du kannst die Süßigkeit trotzdem haben. Klein Ben, tust du da, was ich glaube, dass du tust? Das ist aber nicht sehr nett. Limonade kann ganz schön klebrig sein. Oh, das ist nur Sprudelwasser? Ich schätze mal, das ist nicht so schlimm. Klein Hector, ich glaube, du solltest nicht. Streiche können lustig sein, Ben, aber manchmal werden die Leute ganz schön sauer. Es klingt, als würdet ihr was planen, Leute. Ihr habt eine besondere Überraschung für kleinen Ben? Wegen den Streichen, die er euch gespielt hat? Ich hoffe, es ist nichts Gemeines. Hey, Klein Ben, die anderen kleinen Autos haben dir einen Kuchen gebacken. Magst du ein Stück, Klein Ben? Ich glaube, Ben hat Angst, dass ihm ein Streich gespielt wird. Ist das wirklich ein Kuchen? Klein Ben ist kein Dummkopf, Leute. Also war es doch ein falscher Kuchen. Tja, einen Trickser auszutricksen ist nicht einfach, Freunde. Du hast recht. Einfach nicht aufgeben. Was geht, Klein Ben? Du hast recht. Wo sind denn die anderen Kleinen? Hast du mal im Klassenraum nachgeguckt? Keiner da. Oh nein, was ist denn? Ein Gespenst. Ach, ihr seid's. Es war nur ein weiterer Streich. Ich glaube, Klein Ben hat sich ziemlich erschreckt. Ich glaube, das reicht jetzt mit den Streichen heute, Leute. Was meint ihr? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey, ihr Kleinen, was lernt ihr denn heute? Oh, großartig. Tom bringt euch bei, wie man malt. Wie kreativ. Hast du etwas vergessen, Tom? Ihr Kleinen, verhaltet euch ruhig. Tom holt nur schnell einen Schwamm vom Bord. Ist dir langweilig, Klein Frank?
Lass doch mal sehen, was du gemalt hast. Das ist nicht schlecht. Ist das ein Haus? Hey, klein Tom, was malst du denn heute? Das sieht fantastisch aus, Tom. Das hast du toll gemacht. Hey, klein Charlie, was malst du? Dir fällt das Malen nicht so leicht, was? Oh nein, du hast Klein Matt mit Farbe vollgekleckert. Ist schon okay, Klein Matt. Ist nur ein kleiner Klecks. Oh nein, was hast du vor, Klein Matt? Oh Himmel, ihr habt einen Farbkampf angefangen. Achtung, passt auf Klein Charlie auf! Pass auf, dass du nicht von der Farbe getroffen wirst, Klein Matt. Sieht so aus, als hättet ihr euch zusammengeschlossen, Matt und Frank. Gute Idee. Hey, ihr Kleinen. Tom ist zurück. Und er ist überhaupt nicht glücklich über die Sauerei. Leute! Tom sagt, wenn ihr nicht aufhört, dann dürft ihr nicht mehr in seine Lackierwerkstatt kommen. Alles klar, ihr hattet euren Spaß, ihr Kleinen, aber jetzt müsst ihr alles sauber machen. Alles klar, ihr Kleinen. Ihr müsst euch die Arbeit teilen. Klein Tom und Klein Charlie. Ihr macht die Wände sauber. Klein Matt und Klein Frank. Ihr kümmert euch um den Boden. Oh nein, fangt nicht mit einem Seifenkampf an, Leute. Ihr sollt einfach nur sauber machen. Ach du liebe Güte. Tom, es sieht so aus, als wäre der Spaß noch nicht vorbei. Viel Glück beim Aufräumen des Klassenraums. Hey Leute, warum die Aufregung? Oh, ich verstehe. Klein Matt und Klein Jeremy machen einen Wettbewerb.
Auf die Plätze, fertig, los! Klein Jeremy benutzt das Karussell, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Die Skating-Rampe. Guter Plan. Fantastisch, Matt. Jetzt bist du in Führung. Ganz schön knapp. Matt hat gewonnen. Gut gemacht, ihr beiden. Du kannst immer noch beim Seilziehen gewinnen, Jeremy. Such dein Team zusammen. Okay, ihr Kleinen. Ihr müsst auf eurer Seite der Linie kräftig am Seil ziehen. Das Team, das als erstes über die rote Linie fährt, hat verloren. Auf die Plätze, fertig, ziehen! Jeremy, dein Team muss stärker ziehen! Fantastisch, Matt! Zieh stärker! Das ist schon wieder knapp. Oh nein! Matts Team hat die rote Linie überquert. Diesmal gewinnt Klein Jeremy. Sei nicht traurig, Matt. Du hast das Rennen gewonnen. Sieht so aus, als hättet ihr beide gewonnen. Zeit, sich ein Eis zu holen, ihr Kleinen. Meint ihr nicht auch? Schauen wir mal bei Carrie vorbei. Genießt eure Eiscreme, ihr Kleinen. Die Kleinen scheinen viel Spaß beim Fußballspielen zu haben. Wow, ziemlich talentierte Spieler. Das ist ein Tor. Wer wird sich den Ball als erstes schnappen? Es ist Susie. Und jetzt fliegt der Ball in Jeremys Richtung. Jeremy, aufpassen! Der Ball kommt in deine Richtung. Oh, armer Jeremy. Bist du verletzt, Jeremy?
Ist schon okay. Amber hat etwas, damit du dich besser fühlst. Schön weit aufmachen, Jeremy. Jetzt schauen wir mal, ob du verletzt bist. Ach du liebe Güte, dein Fenster ist zerbrochen. Amber, kannst du das reparieren? Du hast recht. Ein zerbrochenes Fenster ist eine Aufgabe für Klein Tom. Klein Tom, kannst du Klein Jeremys Fenster reparieren? Folge Tom in die Schule, Jeremy. Dann zeig doch mal, was du so auf Lager hast, Klein Tom. Eine Saugglocke? Aber wie willst du ihn damit reparieren? Schön stillhalten, Jeremy. Wow, nicht schlecht, Klein Tom. Dein Vater wäre stolz auf dich. Aber vielleicht sollte dein Vater das neue Fenster einsetzen. Was ist los, Jeremy? Du willst weiter Fußball spielen? Okay, aber nach dem Spiel solltest du auf jeden Fall dein Fenster reparieren lassen. Die Jungs sind zurück und erstaunlicherweise möchte Jeremy weiterspielen. Katie hat den Ball. Und jetzt Francis. Aber wird er ein Tor schießen? Nein, wird er nicht. Gut gehalten, Lily. Katie ist in Ballbesitz. Sie spielt zu Jeremy. Er schießt. Und Tor! Und das ist die Schiedsrichterpfeife. Das Spiel ist vorbei. Es scheint, als hätten heute alle gewonnen. Unentschieden, dank Jeremy. Was für ein großartiges Spiel. Bis zum nächsten Mal, ihr Kleinen. Wir sehen uns.